Start to play. Gut, da hätten wir jemanden für eine Partie. Gegner steht 10-10. Dann wollen wir mal schauen, wie es läuft. Euch hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Partie mit Jupp-Zupp, der jetzt ein Shimari macht. Ja, wir machen jetzt ein Shimari. So, er greift da an. Kann man tun. So, mal da, wir spielen mal den Pinsel. Ich glaube, KI will da eigentlich, wenn dann den hier sehen, aber irgendwas ist ja immer. Da spielt er. Nehmen wir jetzt einfach den. Oder spielen wir den und wenn er dann Tenuki spielt, also hier. Wenn ich da, da und da spielen, aber dann bin ich hier offen, weil ich hoch gespielt habe. Also antworten wir hier. Na, dann antworten wir hier. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. So, 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 da, da. Machen wir das mal. Er will dann vielleicht hier schneiden, um den in der Treppe zu fangen. Also wenn ich hier spiele, kann er da spielen, hier und da. Und wenn ich dann da decke, spielt er hier und der Stein kann nicht raus, weil der hier ein hübscher Treppenbrecher ist. Aber dann kann ich das ja irgendwie anders spielen. Aber ich sollte vielleicht überlegen, ob ich das wirklich will. Ja, wenn ich hier spiele und dann da... auch zu nichts. Hier, 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 hier. Dann kann er mich da auch schön squeezen. Oh, komisch. Warum ist denn das so schwer? Das ist doch eigentlich eine Allerweltsform. Aber ich habe jetzt nicht mit dem gerechnet. Kann natürlich hier spielen. Oh, kann er auch den fangen. Ja. Komm, wir machen den mal jetzt. Dann spielen wir hier. Und er spielt da. Die Form ist wirklich nicht so, wie sie mir gefällt. Jetzt ist er da schon ziemlich stark geworden, ne? Aber hier muss ich ja eigentlich jetzt auch erst nochmal raus. Nicht, dass er mich da richtig schön zumachen kann. Genau, und dann geht er da eben raus. Sperrt mich dann vielleicht ein, ne? Kommen wir da denn noch irgendwie zum Leben? Bestimmt, ne? Tun erstmal so, als bestünde gar kein Grund zur Sorge. Da, 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 da. Hier spiele. Auch das ein Treppenbrecher, ne? Und da spiele, da. Nochmal, nochmal, dann komme ich hier irgendwie raus, aber wird hier ziemlich stark. Gucken wir mal, ob er da wirklich reinlegt, ob er mich hier reinlegen will. Ja, will er. So, genau. Die Treppe läuft aber für mich, als er da mal schneidet.
9, 8, 7, 6, 5. Wow. Gut, ich hatte jetzt fast damit gerechnet. Aber wow. Nine, eight, seven, six, five, four. Nicht schön, ne? Ich würde jetzt nicht gerne diese drei Steine einfach so abgeben. Nein. Vielleicht muss ich das ja auch nicht. Vielleicht kann ich ja hier spielen. 5, 4, 3, 2, 1. 2 Yoyomis left. Ja, hier, das ist irgendwie so ein vitaler Punkt, glaube ich. Den spielen wir jetzt einfach. Wenn er jetzt die Steine da fängt, dann ist okay. Wenn er das so spielt, dann habe ich hier hoffentlich den habe ich nicht, ne? Soll er doch wieder hier spielen. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Okay. Nine. Eight. Ja, und was, wenn ich doch sterbe? Six, five, four, three, two, one. Persönlich fände das ja schon ein bisschen schade. Diese vier Steine hier, wenn dann plötzlich das hier alles keine Schnittsteine mehr sind, also auch nicht mehr dann so wichtig, wie sie vielleicht jetzt noch aussehen. Dass er da irgendwie keine Notwendigkeit mehr sieht, da irgendwie nochmal zu spielen, um die vielleicht zu fangen. Ja, dann habe ich nicht viel, ne? Jetzt da spielen und hier rausstrecken. Wenn da spielt, gebe ich Atari. Er schlägt. Und ich fange wieder an zu jammern, ne? Aber warum eigentlich? So macht er das. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
Immerhin kann ich jetzt den spielen. Bis gerade eben konnte ich den spielen. Ach Mensch. 9. Hat er den und kann da einwerfen vielleicht. Macht aber nicht. Bin jetzt so viel sinnlos am Blitzen, ne? Warum eigentlich? Stehe schon so schlecht und muss darauf hoffen, dass er jetzt einen groben Fehler macht, gröberer als ich. Ist das so weit gekommen hier? Vielleicht. Okay. Noch besteht Hoffnung. Ich muss ihn halt hier, denke ich, anbinden lassen. Ne? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich ihn da vielleicht nicht mehr anbinden lassen. Ja, war mal wieder sehr schön, wie wir das gespielt haben hier. Aber immerhin leben jetzt alle unsere Gruppen. Also die Steine, die es geschafft haben, Gruppen zu werden. Oh Mann. So, mal eine kurze Bestandsaufnahme. Er hat hier 20 Punkte. Hier noch hat er die nicht gefangen. Vielleicht 10 und hier vielleicht 10, ne? 4, 3, 2, 1. Kommen wir hier raus oder fängt er mich hier mit dem Zug einfach? Yoyomi now starts. Ist auch irgendwie nicht so richtig die passende Entfernung für mich, um dann noch was zu machen, ne? 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Ja, wir sind mal wieder dabei, hier zu entgleiten, so ein bisschen, ne? Ich und die Partie. Musste ich spielen, damit er hier nicht den spielt und den, wenn ich da blocke, hier Dari, ich decke und dann hier eine Mausefalle hat. Deswegen brauchte ich diesen Stein. Jetzt kann er diesen Stein hier hoffentlich nicht fangen, weil ich dann hier schneide und diese 6 abschneide. Nein. Dann sieht es ja zumindest so aus, als hätte er nur ein sehr kleines Leben in der Ecke. Aber kann auch sein, dass wir da schon wieder völlig anderer Meinung sind. Hätte ich vielleicht festdecken sollen, ne? Egal, so bleibe ich ja immerhin angebunden und hier hat er immer noch so ein bisschen Probleme. Da. Können wir hier fangen, ne? Naja, gut, irgendwas ist wohl immer. So. Ja, kein Problem. So. Hier Freiheiten. Kommt nur auf 3. 9, 8, 7, 6, 5. Wird eng hier unten, 4. aber. Aber es müsste halten. Ich würde sie gerne tot halten. Sieht im Moment aus, als wären das keine Augen, also keine 2, die er da hat, ne? Ja, super. Dann ist ja plötzlich fast alles gut. Ja, bis auf das hier vielleicht, ne? Dass er da jetzt 10, 20, 25 Punkte macht. Aber gut, das hier ist ja mindestens genauso groß. Mindestens. 9, 8, 7. Ich kann mit 6, dem hier auch irgendwie 5, anbinden. 4, 3, 2, 1. Dann machen wir es auch.
Ja, vielleicht auch nicht. Oder? Jetzt müssen wir eigentlich fast, ne? Ja, komm. Gruppen verbinden. Jetzt spielen wir plötzlich solide. Ich glaube, das müsste eigentlich reichen. 20, 30, 40, 50, 60 Punkte, die er hat. Ich habe hier 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ja, gut, er kriegt auch noch Komi. Wenn ich hier spiele, kann er den in Vorhand schneiden. Ne? Das möchte ich eigentlich nicht. Also decken wir hier. Ja. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Na, da spielen. Da. Und dann da. Dann hat er den einen gefangen. Nine, eight, seven, six, five. Ja, da kann er leider den drauf spielen. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Spielen wir halt hier. Lebt meine Gruppe da ja auch, ne? Was dann bedeutet, dass ich seine dann nicht mehr irgendwie rausschlagen muss oder so. Und mehr wollen wir ja gar nicht. Mehr wollen wir. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ja, Leute, reicht das denn jetzt oder reicht das nicht? Soll ich mal wieder das Schätzometer benutzen? Komm. Ich bin in letzter Zeit so verunsichert. Ja, das reicht locker. Mit knapp 20 Punkten, sagt er. Er deckt da sogar, okay. Ist okay. Kann man machen. Nine, eight, seven, six, five. Was war so?
Nein! Ah, ich kann hier decken. Boah. Nee, ich kann da nicht decken. Ach, Kinder! Warum passiert mir das immer, immer wieder? Meine gut, das war jetzt schon einigermaßen schlau. Aber gleichzeitig auch ziemlich dumm. Gleichzeitig auch ziemlich, ziemlich dumm. Ja, da war ich jetzt irgendwie so sehr beseelt von meinem Gewinn. Und jetzt ist der Gewinn einfach hinüber, ne? Das sind ja irgendwie 40 Punkte, die er gerettet hat und nochmal 15 gemacht. Plötzlich gewinnt Weiß genauso hoch, wie ich eben geführt Nine, habe. eight, seven, six, five, four, three, two. Ja, klasse. Gut hast du das gemacht. Jupp. Gut. Besser konnte man es gar nicht wegwerfen, oder? Gut, ich hatte den Eindruck, er hat es mir auch erstmal ordentlich zugeschmissen hier. Ah, jetzt geht das halt hier schon, ne? Das auch sofort schon spielen können. Ich muss nach dem Zug eben erst einmal hier decken. Hier. Um da mehr Ei zu haben, hier mein zweites Auge zu machen oder hier unten. Ja, und dann geht die Partie halt ihren Gang und ich gewinne, oder? Hier vielleicht zwei, drei Punkte weniger, wenn er da reingeht oder hier umbiegt und ich da leben muss. Ja. Hier kriegt er vielleicht noch zwei Pünktchen mehr, aber ich habe über 10 Punkte einfach mehr als er. Da ändert sich jetzt dann auch nichts mehr dran. Aber das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Schade. Es ist aber auch nicht so schwierig, ne? Es ist leider auch nicht besonders schwierig. Ja, was ich hier noch zeigen wollte, KI-Analyse, dafür können wir uns ja sparen. Was ich hier am Anfang noch zeigen wollte, ist, dass ich, um diesen Zug da C2 spielen zu können, diesen Abtausch, insbesondere halt den Zug hier auf, was ist das, DEFG5 gebraucht habe. Wenn ich das vorher spiele, also so, dann kann er drohen, hier anzubinden. Wenn ich da spiele, spielt er hier Atari, da Atari, und wenn ich das decke, dann spielt er hier und dann eine schöne Mausefalle. Da habe ich ja noch schlaue Züge für ihn gesehen und versucht zu vermeiden, aber hinter leider nicht mehr. Hinterher leider nicht mehr. Ja, da wollte ich wieder zu schlau spielen. Ich dachte, da geht vielleicht mit dem Zug was und dann kann ich danach hier spielen. Ich muss aber sofort hier spielen, glaube ich, ne? Wenn da jetzt irgendwie hier spielt, kann ich ja so schneiden. Und wenn er da hier spielt, dann habe ich hier vielleicht einen Zug. Vielleicht aber auch nicht. Naja, eventuell auch wieder sowas hier machen. Dann da spielen. Dann hier spiele. Hier und hier.
Dann hat er dummerweise hier auch wieder solche Sachen, ne? Da könnte ich Atari geben und dann hier fangen. Ja, die Idee war wahrscheinlich einfach völlig falsch, ihm da irgendwie nochmal die drei oder die drei Steine abschneiden zu wollen. Also müsste ich jetzt dann vielleicht einfach hier spielen und zufrieden sein, ne? Oder geht da dann auch nochmal was Fürchterliches? So. Na, also klar, er kann vielleicht irgendwann doch nochmal einen Stein fangen, aber mehr hat er da doch jetzt bestimmt nicht mehr. Ich muss halt aufpassen, so, ups. Wenn ich irgendwo jetzt woanders spiele. Na gut, wenn ich so spiele, dann ist die Gruppe schon mal nicht gefährdet. Dass ich dann nicht so spiele, so, weil dann hat er wieder das hier, ne? Das scheint ein bleibendes Thema zu sein hier. Ja, dabei hatte ich die Steine so schön gefangen. Muss einfach bis zum Ende konzentriert bleiben. Und das fällt mir, also das ist eins von den vielen Dingen, die mir im Moment schwerfallen. Da muss man so. Ja. Ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da, gerne auch Abos. Und dann seht ihr mich hier weiter vor mich hin leiden. Ist das altersbedingt hier oder bin ich im Moment einfach nicht gut drauf? Und in 2 Wochen sieht es schon wieder völlig anders aus. Hoffentlich. Anders bestimmt, aber vielleicht schlimmer. Schauen wir mal. Also, bis dahin, macht's gut. Ciao.